meinem letzten Semester an einem bestimmten College wurde ich von einem Footballspieler im Training sehr hart getackelt, weil ich unkonzentriert war, und ging hart zu Boden. Beachten Sie, er wog ca. 147 Kilo, und ich nur 54. Während ich bewusstlos am Boden lag, lebte ich ein anderes Leben. Ich traf eine wundervolle junge Dame, sie ließ mein Herz höher schlagen und mein Gesicht rot werden. Ich verfolgte sie monatelang, auch ein paar Idiotenfreunde, bevor ich sie schließlich für mich gewann. Nach 2 Jahren heirateten wir und fast sofort gebar sie mir eine Tochter. Ich hatte einen tollen Job und meine Frau musste nicht außer Haus arbeiten. Als meine Tochter 2 Jahre alt war, gebar meine Frau mir einen Sohn. Mein Sohn war die Freude meines Lebens. Ich ging jeden Morgen in sein Zimmer, bevor ich zur Arbeit ging, und schwärmte für ihn und meine Tochter. Als ich eines Tages auf der Couch saß, bemerkte ich, dass die Perspektive der Lampe seltsam war, wie umgekehrt. Es war immer noch in 3D, aber nur falsch. Es war ein quadratischer Lampensockel, rot mit goldenen Verzierungen an 4 Beinen und einem weißen quadratischen Schirm. Ich war wie gebannt, ich konnte nicht wegsehen. Ich blieb die ganze Nacht wach und starrte sie an. Am nächsten Morgen ging ich nicht zur Arbeit, irgendetwas stimmte mit dieser Lampe nicht. Ich hörte auf zu essen, ich verließ die Couch zunächst nur, um auf die Toilette zu gehen. Bald hörte ich auch damit auf, da ich weder aß noch trank. Ich starrte 3 Tage lang auf die verdammte Lampe, bevor meine Frau sich wirklich Sorgen machte. Sie ließ jemanden kommen und versuchte, mit mir zu sprechen. Zu diesem Zeitpunkt brach mein Bewusstsein zusammen und meine Frau flippte aus. Sie brachte die Kinder zum Haus ihrer Mutter, kurz bevor ich meine Offenbarung hatte: Die Lampe ist nicht real. Das Haus ist nicht real, meine Frau, meine Kinder, nichts davon ist real, dass die letzten 10 Jahre meines Lebens sind nicht real. Die Lampe wurde immer breiter und tiefer, sie hatte immer noch umgekehrte Dimensionen, sie nahm meine gesamte Perspektive ein und alles, was ich sehen konnte, war rot. Ich hörte Stimmen, Schreie, alle möglichen seltsamen Geräusche und mir wurde der Schmerz bewusst. Eine verdammte Menge Schmerzen. Die ersten Worte, die ich sagte, waren: Mir fehlen Zähne, und ich öffnete meine Augen. Ich lag auf dem Rücken auf dem Bürgersteig, umgeben von Menschen, die ich nicht kannte, viele flippten aus, ich war völlig verwirrt. Irgendwann hob mich ein Polizist hoch, schleppte mich über den Bürgersteig übers Gras und warf mich mit dem Gesicht nach unten auf die Rückbank eines Streifenwagens. Ich war immer noch verwirrt. Ich wurde vom Polizisten ins Krankenhaus gebracht, anscheinend wollte er nicht auf die Ankunft des Krankenwagens warten, und es gab dann CT-Scans und so weiter. Ich habe ungefähr 3 Jahre schreckliche Depressionen durchgemacht. Ich trauerte um den Verlust meiner Frau und meiner Kinder und musste mich mit dem Wissen auseinandersetzen, dass sie nie existierten. Ich hatte Angst, dass ich verrückt werde, weil ich mich in den Schlaf weinen würde, in der Hoffnung, sie zu sehen in meinen Träumen. Das habe ich nie, aber manchmal sehe ich meinen Sohn, normalerweise nur einen kurzen Blick aus meinem peripheren Sichtfeld. Er ist immer 5 Jahre alt und ich kann nie hören, was er sagt. Dr. Ramsey. Ungefähr eine Woche vor meinem 10. Geburtstag ging ich mit einem 5-Dollar-Schein zum Laden an der Ecke und holte ein Glas Ragu für meine Mutter. Auf meinem Heimweg schloss ich mir ein Mann an, den ich noch nie zuvor gesehen hatte, und begann zu reden. Hallo, sagte er fröhlich. Mein Name ist Dr. Ramsey. Ich bin Kinderarzt. Wissen Sie, was ein Kinderarzt ist?
Ich ging schweigend weiter, antwortete nicht und hoffte inbrünstig, dass er das als Zeichen nehmen würde, dass er mich in Ruhe lassen sollte. Feinheiten waren jedoch nicht seine Stärke, denn er plapperte immer weiter. Suchen deine Eltern einen Kinderarzt für dich? Natürlich bist du jetzt schon fast ein großes Mädchen, du brauchst bald einen anderen Arzt, nicht wahr? Das ist aber okay. Sie können dich immer noch zu mir bringen bis dahin. Wie heißt du? Du hast schöne Haare. Ich war gerade unterwegs, um ein paar Saugnäpfe für das Bonbonglas in meinem Büro zu besorgen. Magst du Saugnäpfe? Zum Glück näherten wir uns meinem Haus, also rannte ich nach vorne, die Hintertreppe hinauf und durch die Küchentür. Ich wusste es damals nicht, aber das war der Beginn einer sehr langen, sehr beängstigenden Tortur. Es dauerte nicht lange, bis Dr. Ramsay auftauchte. Zuerst schien es harmlos genug, zumindest für ein Kind. Fast jeden Tag fuhr er vorbei, lächelte und winkte. Ich sagte es meiner Mutter, die meinte, es sei vielleicht auf dem Heimweg von der Arbeit. Aber dann begannen die Telefonate. Mein Vater rief mich ins Wohnzimmer und setzte mich hin. Er fragte nach dem Tag, an dem Dr. Ramsay mir nach Hause gefolgt war, und ob ich mit ihm gesprochen hätte. Er sagte, ich sei nicht in Schwierigkeiten, aber ich müsse ihm die Wahrheit sagen. Ich sagte es ihm und er fragte, ob ich sicher sei, ob ich etwas vergessen habe? Ich sagte es ihm noch einmal, und er runzelte die Stirn und fragte dann, woher kennt er dann deinen Namen? Ich wusste es nicht. Es stellte sich heraus, dass das nicht alles war, was er wusste. Er kannte auch den Namen meiner Schwester. Ziemlich bald durften weder meine Schwester noch ich ans Telefon gehen. Er rief mehrmals am Tag an, zuerst wusste keiner von uns, was er sagte. Dann, eines Nachts, erzählte uns einer meiner Brüder, dass er meinen Eltern sagte, dass er mir, und später meiner Schwester, wie tun würde. Danach wurde es kompliziert. Mein Vater hatte die Polizei gerufen, aber da dies war, bevor es Stalking-Gesetze gab, konnten sie nicht viel tun. Sie sagten meinen Eltern, sie sollten zurückrufen, wenn er etwas versucht habe. Mein Vater rief dann einen Freund von damals an, der zufällig Polizist war. Den nächsten Monat begleitete mich der Freund meines Vaters zur und von der Schule. Plötzlich kam das Leben, wie ich es kannte, kreischend zum Stillstand. Ich konnte nicht alleine zur Schule gehen, ich konnte nicht draußen spielen, ich konnte nicht nach Superamerika laufen, so eine Art 7 bis 11 für diejenigen, die es nicht wissen. Als der Zugang zu mir komplett verweigert wurde, eskalierten die Dinge. Ungefähr zu dieser Zeit begann er auch meine Schwester zu bedrohen. Dann, eines Nachmittags, waren meine Schwester, zwei meiner Brüder, meine Mutter und ich in der Küche. Einer meiner Brüder sah einen flüchtigen Blick von jemandem in der Garage, sie hatten ihn auch gesehen. Dr. Ramsay kam aus der Garage gestürmt, meine Brüder jagten ihm hinterher. Sie rannten bis zum Cherokee-Park, wo er sie in den Bäumen verlor. Meine Eltern riefen erneut die Polizei, aber es kam nichts dabei heraus. Die einzigen Informationen, die sie hatten, waren eine Beschreibung und ein Name, der mit ziemlicher Sicherheit gefälscht war. Ein paar Wochen später wachten wir auf und fanden unseren Hund an der Seitenveranda hängen. Sie war ein wunderschöner deutscher Schäferhund mit Sattelrücken, der am selben Tag geboren wurde wie ich. Wir waren alle am Boden zerstört. Die Bullen sagten, es gäbe keine Beweise dafür, dass er es war, und entschieden, dass es sich um einen Unfall handelte, aber keiner von uns glaubte das. Seine Telefonate wurden inzwischen informativer. Er sprach darüber, wer zu Hause war und wer nicht. Wenn mein Bruder sagen würde, dass mein Vater zu Hause ist, würde er ihm sagen,
wer wirklich im Haus ist. Er sprach auch über das Haus selbst, über das Fenster in der Küche, das er leicht mit einem Messer von außen öffnen konnte, selbst wenn es verschlossen war, und über die Glastüren, die das Wohnzimmer mit der Seitenveranda verbanden und wie die das Schloss könnte von außen geknackt werden, wenn sie genau richtig daran rütteln. In dieser Nacht hat mein Vater ein paar Zimmermannsnägel unten in die Fenstertüren geschlagen, bis er ein neues Schloss bestellen konnte. Meine Eltern mussten für die Arbeit meines Vaters zu einer Firmenveranstaltung gehen. Meine älteren Brüder waren auf der Rollschuhbahn Saints West. Meine Schwester telefonierte mit ihrer besten Freundin. Mein kleiner Bruder lag schlafend auf dem Boden. Ich habe Devo im Midnight Special mit Wolfman Jack gesehen. Es war spät. Plötzlich schwang der obere Teil der französischen Türen nach innen, und in den wenigen Millisekunden, bevor die Nägel im Boden sie zurückschnappen ließen, konnte ich seine Silhouette sehen. Meine Schwester schlug mit dem Telefon auf den Fernseher, und wir rannten die Treppe hinauf. Ungefähr auf halber Höhe stellten wir fest, dass unser kleiner Bruder immer noch auf dem Wohnzimmerboden schlief. So leise wir konnten, schlüpften wir die Treppe wieder hinunter, um ihn zu holen. Wir gingen alle in unser Schlafzimmer und machten das Licht nicht an, auf diese Weise konnten wir nach draußen sehen. Wir haben eine Weile aus dem Fenster geschaut, und als wir ihn nicht gefunden haben, wir schlichen den Flur hinunter zum Zimmer unserer Brüder, um nachzusehen. Wir schauten nach unten und konnten jemanden an der Hintertür stehen sehen. Er klopfte laut. »Was willst du?«, fragte meine Schwester aus dem Fenster. Er trat zurück und sagte, »Ist das die Mercy-Residenz? Ich muss eine Pizza liefern. Können Sie zur Tür kommen?« Sie spottete über ihn und erklärte, sie sei nicht dumm, sie könne sehen, dass er keine Pizza habe, und sie rufe die Polizei. Er ging. Kurze Zeit später kehrten meine Brüder nach Hause zurück. Wir erzählten ihnen, was passiert war, und sie gingen um den Hof herum und hielten Ausschau nach ihm. Sie kamen zurück, und die Dinge beruhigten sich. Inzwischen hatten wir es so ziemlich aufgegeben, die Polizei zu rufen, weil es nie half, also gingen wir einfach wieder hinein, jeder von uns, außer meinem jüngsten Bruder, der noch schlief, trug ein Messer aus der Küche, nur für den Fall. Irgendwann ging einer meiner Brüder in die Küche, um sich eine Schüssel Müsli als Snack zu holen. Kennen Sie dieses Gefühl, wenn Sie einfach spüren, wie jemand sie beobachtet? Ja, das hatte er in Hülle und Fülle. Immer wieder sah er sich in der Küche um, durch die Tür zum Esszimmer, zu den Fenstern. Er sah nichts, aber er konnte immer noch Augen auf sich spüren, also ging er näher an die Tür heran, um zu versuchen, besser zu sehen. Die Küchenbeleuchtung spiegelte sich in den Fenstern der Tür, sie hatte drei Reihen mit drei Fenstern, also konnte er immer noch nichts sehen. Er trat näher, dann wieder näher, bis er direkt an der Tür war, dann legte er die Hände auf beide Seiten seines Kopfes, damit er sehen konnte. Dort, auf der anderen Seite der Fensterscheibe, stand Dr. Ramsay und lächelte ihn an. Er drehte sich um, um nach meinen älteren Brüdern zu rufen, und als er sich wieder umsah, war er verschwunden. Sie gingen wieder hinaus, um ihn zu suchen, aber sie sahen ihn nicht. Am nächsten Abend saßen wir am Tisch und spielten verrückte Achter, und mein Bruder war unruhig. Meine Schwester fragte ihn, was los sei, und er sagte, er habe immer das Gefühl, es würde jeden Moment ein Boom-Boom geben. An einer Tür oder einem Fenster. Fast unmittelbar nachdem er seinen Satz beendet hatte, boom boom, am Fenster direkt hinter ihm. In dem Chaos rannten die beiden Ältesten raus, aber er war schon weg. Ein paar Wochen später war ich in der Schule und wir waren in der Pause draußen auf dem Spielplatz.
Ich schaukelte kopfüber, als ich diesen mittlerweile vertrauten blauen Ford Galaxy vorbeifahren sah, der sich langsam bewegte. Da war er, lächelnd und winkend. Er rief meinen Namen, und ich rannte zur Lehrerin und sagte es ihr. Der Schule war alles über ihn erzählt worden, und sie nahm mich sofort mit hinein und rief meine Mutter an. Am selben Tag hatte meine Mutter einen Anruf vom Schulbüro erhalten, in dem sie gebeten wurde, zu bestätigen, dass mein Vater mich abholte, da er angerufen hatte, um zu sagen, dass er unterwegs sei. Er war es nicht. Nicht lange danach wachte ich eines Nachts auf und war durstig. Ich ging hinunter in die Küche, um etwas zu trinken, und dort saß mein Vater allein im Dunkeln. Auf dem Tisch eine Waffe. Er war es leid, dass die Polizei wartete, bis Dr. Ramsey etwas versuchte, er war es leid, dass seine Kinder terrorisiert wurden, er war es leid, jedes Mal, wenn er zur Arbeit ging, Angst zu haben, dass uns etwas passieren würde, während er weg war. Ich saß eine Weile bei ihm und sah zu, bevor er mich wieder ins Bett schickte. Diese und viele weitere Veranstaltungen fanden über einen Zeitraum von rund 18 Monaten statt. Dann war es so plötzlich, wie es begonnen hatte, vorbei. Er war aus unserem Leben verschwunden, die Telefonate, das Vorbeifahren mit den gruseligen Wellen, alles. Während und nach den Tagen von Dr. Ramsey hatte ich lange Zeit einen wiederkehrenden Albtraum, in dem ich aufwachte und feststellte, dass er im Schlaf über mir stand. Es dauerte lange, bis ich mich wieder wie ein Kind fühlte. Jahre später fand ich heraus, dass Dr. Ramsey meinen Eltern bei seinem Anruf mitteilte, dass er mich und später meine Schwester vergewaltigen und töten würde und dass sie nichts dagegen tun könnten. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, als er verschwand. Ich weiß nicht, ob er in einem Autounfall, im Gefängnis oder im Koma lag, aber manchmal frage ich mich, ob das Warten für meinen Vater ein Ende hatte, als er eines Nachts in der abgedunkelten Küche saß. Ich weiß es nicht, und ich bin mir nicht sicher, ob ich es will. Update: Ich arbeite daran, diese Geschichte in ein Buchformat zu bringen, eine Art Memoiren. Ich mache es teilweise, weil sich das Schreiben darüber für mich als kathartisch erwiesen hat, und teilweise, weil ich anderen helfen möchte, zu sehen, dass dies überlebbar ist. Ich habe einen GoFundMe dafür gestartet, weil ich, um es vollständig zu schreiben, in der Lage sein muss, meine Tochter und mich unterzubringen, während ich arbeite, und auch, weil ich in der Lage sein möchte, das meiste in die Hände zu bekommen, Informationen, Aufzeichnungen möglich, damit es ein möglichst vollständiges und genaues Buch ist. Ich habe den Winter über in Minnesota verbracht und meine Familie befragt, um die Lücken meiner eigenen Erinnerung zu füllen. Ich habe sogar, endlich, meinen Vater gefragt, ob er wüsste, was am Ende mit Dr. Ramsey passiert ist. Ha 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 ha